Leute, es wird Zeit für einen weiteren Konflikt hier in Europa, denn das hier ist Ages of Conflict. Das Spiel habe ich euch ja, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten gezeigt und jetzt haben wir eine Steam-Version davon. Und das ganze Spiel wurde deutlich verbessert. Ich glaube auch, das hier könnte ziemlich spannend werden. Denn anders als in Hoi 4 muss man, glaube ich, immer nur eine Stadt von einem Land einnehmen. Dann hat man irgendwie direkt das Land schon eingenommen und gewonnen das Duell. Und heute haben wir ein Szenario von 1936 einfach mal. Wird auf jeden Fall interessant werden. Da stelle ich auch einfach mal die Revolten aus, ansonsten würde das, glaube ich, nämlich ewig dauern. Und ich denke mal, ihr habt schon einige Favoriten hier mit drin. Vor allem natürlich die sehr große Sowjetunion hier. In einem Test hat die aber verloren bei mir gehabt, deswegen denke ich mal, vielleicht hat sie doch mehr Probleme. Vielleicht wird sie aber auch einfach komplett Europa einnehmen können heute. Schreibt doch einfach mal eure Tipps in die Kommentare. Dann haben wir natürlich Frankreich, die auch noch ihre Kolonien im Norden von Afrika haben. Und wie wir alle wissen, gehört der Irak, Saudi-Arabien und Syrien alles zu Europa. Dadurch hat Frankreich, denke ich mal, mehr als man erwarten würde. Vor allem da die Briten nur dagegen relativ wenig auch haben. Hier haben wir dabei auch noch Brücken, über die man in die anderen Kontinente kommen kann, denn man kann das nicht über das einfache Meer machen. Dann haben wir natürlich beide Seiten hier in Spanien. Ich denke mal, die Farben sind auch von Hearts of Iron 4 mit inspiriert. Finde ich auf jeden Fall gut, denn das sind irgendwie die normalen Farben mittlerweile für alle Länder. Die normalen Allianzen sind hier im Spiel nicht mit drin. Also die Deutschen und Franzosen könnten auf einmal miteinander arbeiten und die Schweiz angreifen. Schauen wir einfach mal, wer am meisten Territorium gerade hat und die Sowjetunion definitiv. Alle haben halt das gleiche Alter und das gleiche Gold. Und nach der Sowjetunion haben wir Frankreich, die Türkei, Deutschland, Schweden und Polen. Ich bin also mal gespannt, was hier passieren wird und die Seewege wurden sich direkt geholt. Hier könnt ihr das auch nochmal im Norden sehen. Wir haben, glaube ich, ein unabhängiges Israel, wollte ich schon sagen. Island, kann ich den Namen einfach nicht aussprechen. Haben wir eigentlich schon irgendwo Konflikte? Wir haben natürlich, by the way, Malta, glaube ich. Ja, das Vereinigte Königreich, schade. Haben wir hier aber schon, okay, niemals. Die Türkei arbeitet einfach mit Griechenland direkt. Und ich glaube, die greifen Italien hier an. Italien gegen die Türkei, auch gegen Griechenland? Nee, ich glaube noch nicht. Und wir haben Island gegen das Vereinigte Königreich. Und die Isländer haben auch angegriffen, glaube ich. Interessante Idee, die haben hier kurz gekämpft gerade. Mal schauen, ob die Deutschen hier in der Mitte überleben können. Ich denke mal, es wird eher schwierig werden. Die Bulgaren haben einfach Istanbul gerade geholt. Oder den einen Teil zumindest. Deutschland greift Österreich an, der Anschluss und wir haben Belgien gegen... Nee, sagt nicht, die nehmen gerade Frankreich ein. Frankreich ist raus. Nach 30 Jahren ist Frankreich einfach direkt raus. Okay, und Österreich und Polen greifen gemeinsam hier Deutschland an. Das hier passiert währenddessen an beide Spanien verlieren die hier. Schweiz holt sich auch Sachen und Luxemburg relativ wenig, F in den Chat. Das war schon mal sehr viel für den Anfang gerade. Die Nationalisten haben aber echt viel gerade. Und die greifen, glaube, die Schweiz an. Oh nein, Polen, nicht schon wieder von beiden Seiten. Und die holen sich Deutschland, oder? Nein, niemals. Okay. Das war gerade richtig knapp. Fast wäre Deutschland, glaube ich, hier gerade rausgeflogen. Die Sowjetunion führt immer noch vor der Türkei und Polen und gewinnen die Polen hier schon wieder gerade. Die arbeiten mit Litauen natürlich. Und wir haben Finnland gegen Norwegen und Schweden gerade. Und Island vielleicht? Nee, die sind Freunde. By the way, haben wir auch Allianzen wie Operation Griechenland und das Vereinigte Königreich Union. Hat Österreich ja gerade wen angegriffen wieder? Dauert nicht lange und schon haben wir eine komplett andere Welt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die Sowjetunion ist in gar keinem Team bisher, wie ihr sehen könnt. Werden die aber nochmal wen außerhalb von Polen angreifen, dass das Vereinigte Königreich hier auch niemand geholt hat. Die Belgier sind aber in deren Team mit und auch mit Portugal. Passend, finde ich eigentlich. Ihr habt ja auch unten an der Seite die neuen Allianzen, die werde ich aber nicht immer erwähnen können. Und ich glaube, man kann auch einen einzelnen Staat machen aus einer Allianz. Warten wir also einfach mal, wir haben immer noch Finnland gerade gegen Schweden hat verloren. Okay, die sind einfach raus. Haben wir noch irgendwo Konflikte? Ich glaube gerade noch nicht. Albanien hat, glaube ich, ein bisschen was von Griechenland vielleicht geholt. Oder von Jugoslawien, denn deren Grenzen sind, glaube ich, größer. In einem Krieg waren die irgendwie mit drin. Hier gehe ich einfach mal die ganze Liste noch mit runter durch. Luxemburg, weiterhin das kleinste Land hier. Die Dänen haben sich natürlich Skornia geholt und wollten, glaube ich, Polen angreifen. Die Polen werden wieder hier angegriffen von der Sowjetunion. Und wir... Okay. Ja, die Hauptstadt von Belgien war ein wenig Pain hier gerade. Die Niederländer einfach direkt rein. Die greifen nicht das Vereinigte Königreich ein. Die sind hier mit den ganzen Leuten im Team. Und Luxemburg vergrößert sich gerade deutlich. Okay. Sehr hilfreich. Ich denke immer noch, dass die hier verlieren werden. Das Vereinigte Königreich will die alten Grenzen wiederholen in Frankreich. Und Polen. Ich glaube, wir haben Lettland hier gerade verloren. Ich glaube, wir verlieren auch Polen. Die konnten aber instant Deutschland holen. Ungarn verliert hier gegen Rumänien. Jugoslawien verliert... Warum ist Albanien immer so krass in meinen Videos? Ich folge, glaube ich, ein paar Streamern, die aus Albanien kommen. Vielleicht ist das deren Energie irgendwie. Aber erst in Hoi 4. Und jetzt einfach hier die
Die holen sich gerade Italien. Niemals. Okay, die fahren zurück. Nein, F in den Chat für Albanien, glaube ich. F in den Chat. Haben wir hier sonst gerade irgendwen verloren? Ich glaube noch nicht. Island steht weiterhin in der etwas painvollen Lage. Und wir haben die Nationalisten hier verloren. Das ging, habe ich komplett verpasst. Nordafrika ist damit frei, denke ich mal. Albanien lebt noch irgendwie. Können die einen Friedensschluss haben? Die republikanischen Spanier werden von Italien angegriffen. Gewinnt Italien hier heute? Das wäre ziemlich krass. Einfach Mussolini gewinnt. Die Schweiz verliert. Luxemburg greift an gegen, okay. Luxemburg hat, glaube ich, irgendwie gewonnen. Die Schweiz wird aber, denke ich, verlieren. Oder auch nicht. Und die Deutschen haben, was ist mit deren Grenzen? Norwegen gegen Finnland für die nordischen Länder. Und ich glaube, Dänemark hilft den Finnen mit. Die Sowjetunion macht weniger bisher. Und die Griechen werden hier angegriffen. Der Irak hat vielleicht ein Cameo, wenn der Irak hier gewinnt. Das wäre ziemlich krass. Und okay, ich wollte sagen, Italien sieht sehr gut aus gerade. Aber auch Portugal hier, sehr schöne Grenzen, finde ich. Weil das kein Krieg sein, dann wäre es schon fast ziemlich schön. Und die kämpfen auch gegen Italien. Dann haben wir Bulgarien gegen Griechenland. Könnte ja immer noch irgendein anderes Land sein. Und denen hilft die Türkei auch. Österreich gegen Polen und Dänemark gegen Deutschland. Gewinnen die Dänen hier? Die Deutschen müssten eigentlich raus sein wegen der Hauptstadt hier halt auch. Die ist direkt auf der Grenze mit. Ich denke, wenn die angegriffen werden von irgendwem, sind die direkt raus. Dänemark. Dänemark nimmt. Dänemark hat gegen Deutschland gewonnen. Was eine krasse Sache. Und was ist das hier? Island nimmt die Sowjetunion ein. Oder auch nicht, mit Finnland gemeinsam. Das ist Litauen auch noch mit drin. Die Esten fallen wieder zurück gerade. Und Luxemburg auch noch gegen Italien. Die Schweiz ist, glaube ich, auch irgendwie noch mit drin. Albanien hat leider verloren. Schon wieder gegen Italien, wie im echten Leben. Und Jugoslawien, Jugoslawen gegen Rumänien, die auch Ungarn bekommen haben. Nein. Was? Wie? Island hat gegen die Sowjetunion gewonnen. Wie schnell ging das gerade, bitte? Okay, Island, die holen sich hier gerade alles. Und die Türkei auch. Die Türkei könnte gleich richtig OP werden. Wir können auch mal auf die Statistiken hier gehen. Island führt gerade vor der Türkei und Finnland und Italien. Ich weiß nicht, was ich jetzt sogar noch sagen kann. Die Niederländer haben den Norden hier viel mehr. Luxemburg steht noch, die Schweiz nicht mehr. Und ich denke mal, Spanien fällt gleich an Italien. Italien ein sehr starkes Game. Und Litauen gegen Island. Holt sich Island hier einfach den ganzen Teil. Holen sie sich Litauen, die brauchen die Hauptstadt. Ja, die holen sich die. Aber können die auch Polen holen? Die große Frage hier gerade. Ich denke mal nicht. Nee, die von ihnen halten hier, glaube ich, eher. Haben wir noch irgendwen verloren? Helsinki auch so nah an der isländischen Grenze. Generell die beiden Hauptstädte hier sehr nah und sehr in Gefahr. Vielleicht könnte aber Island überleben wegen der zweiten Stadt. Ich weiß nicht, wie das hier überhaupt funktioniert. Wie gesagt, haben wir keine Revolten heute mit drin. Also alles da immer auf Null. Portugal enttäuscht mich aber fast schon. Die Niederländer und Spanien gemeinsam gegen Italien halten die. Und irgendwie halten gerade alle Staaten, habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Jugoslawien gegen Bulgarien, oder nee, Rumänien, Bulgarien ist ganz raus. Und immer noch die Feuerschaft zwischen den drei Ländern hier über Skandinavien. Norwegens Hauptstadt ist aber sehr nah hier auch mit dran. Ich glaube, die können hier gerade fliehen oder fliegen. Und Rumänien wurde von Jugoslawien hier eingenommen. Noch mehr für Estland gerade. Viel mehr für die gerade. Polen aber auch noch mehr mit drin. Und Norwegen überlebt ganz knapp. Island steht auch noch irgendwie. Und ich glaube, wir gehen mal ein bisschen schneller. Ich hoffe nicht zu schnell. Haben wir hier noch irgendein Land verloren? Ich glaube nicht. Irak und Saudi-Arabien stehen hier immer noch gegen das Vereinigte Königreich gemeinsam. Die Karte ist seltsam ruhig auf einmal. Alle arbeiten hier. Griechenland gegen Jugoslawien. Sehr wichtig. Aber Italien hilft den Griechen oder den Jugoslawiern. Griechenlands Sachen fallen hier bedenklich gerade. Ich weiß nicht, was das Gold so genau macht. Und Island hilft jetzt dem Vereinigten Königreich. Dänemark kämpft auch gegen alle drei Nachbarn gerade. Wie können die so lange überstehen? Ich denke mal nicht für lange. Die kriegen aber Hilfen, glaube ich, vom Vereinigten Königreich und Finnland. Ich dachte gerade, Finnland hätte Island, aber die sind einfach nur in einem Team. Die Griechen haben wieder Italien den Teil. Das griechische Reich kehrt hier, glaube ich, gerade zurück. Und wir haben Spanien ganz verloren. Okay, Portugal aber auch das meiste hiervon geholt. Sehr gut. Luxemburg hat hier, glaube ich, irgendwie einen Konflikt irgendwann verloren. Und Irland steht einfach immer noch komplett normal hier mit drin. Die sind aber auch in dem größeren Team. Die greifen alle das Vereinigte Königreich, glaube ich, oder irgendwie an. Norwegen wurde von Finnland eingenommen gerade. Wie viele Länder haben wir eigentlich noch? Echt nicht mehr so viele, wie ihr seht. Nochmal ein wenig schneller bei der Zeit hier mitgehen. Und wir haben Italien, deren Hauptstadt halt auch bedenklich nah ist. Und was ist hier mit Jugoslawien passiert? Das ging ja richtig schnell. F in den Chat für die. Österreich hat viel mehr geholt. Österreich-Ungarn quasi schon. Und Griechenland gegen Italien und Österreich. Und Polen. Und das ist wieder vorbei. Vereinigtes Königreich muss eigentlich hier die beiden Länder holen. Aber die können die nicht holen. Viele Länder gerade nah an der Kapitulation. Luxemburg ist leider gefallen gerade. F in den Chat. Wenn euch das hier beide bei gefällt, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Denn diese Videos sind ziemlich viel Arbeit. Und die Videos sehen dann auch mehr Leute. 50 Likes wären ziemlich nice auf das Video heute. Dann werde ich bald auch noch mal einen weiteren Teil hiervon bringen. Wenn es euch interessiert, gerade läuft auch noch unsere Community
Festival. Die geht noch bis zum 10. Mai und ist lief für den April, weil ein wenig verschoben. Und natürlich, wenn euch das hier gefällt und ihr neu seid, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal abonnieren, denn wir gehen gerade in Richtung der 10.000 Abos in diesem Jahr. Liken, teilen, abonnieren, sehr hilfreich da auf jeden Fall. Weiter gehen wir hier im Spiel und ich glaube, gerade fällt Island irgendwie. Ich verwechsel immer deren Namen. Und wir haben die Türkei gegen Island um die Feuerschaft hier. Dann haben wir endlich Italien gegen Portugal. Ich denke mal, Italien gewinnt eher, aber deren Hauptstadt ist halt auch richtig in Gefahr. Die Hauptstadt von Portugal ist halt richtig sicher. Dann das Vereinigte Königreich, die Niederlande angreifen, aber auch von Irland angegriffen werden. Niederlande kriegt Hilfe von sehr vielen Ländern, glaube ich gerade. Auch mit den Polen. Und ich glaube, die Türkei hat hier unten angegriffen noch. Island fällt weiterhin vor der Türkei und Finnland und Italien. Aber irgendwann haben wir doch garantiert mal einen Konflikt zwischen Finnland und Island hier. Aber irgendwann müssen wir doch mal einen Konflikt zwischen Island und Finnland haben. Dann haben wir ein ziemliches Chaos und Polen fällt und Dänemark auch. Polen? Fallen die? Ich denke mal, fallen noch nicht, aber deutlich verloren. Dänemark auch nicht mehr so gut. Wichtig, Großbritannien gegen Irland, die Feuerschaft hier. Kann Irland hier echt noch gewinnen? Wird ziemlich krass. Und Griechenland, gerade gegen Österreich und Italien, aber die Konflikte gar nicht mal so viel. Der Irak gewinnt auf einmal. Saudi-Arabien sollte, denke ich, irgendwann mal fallen. Portugal gewinnt gerade gegen Italien. Hatten die vielleicht zu viele Kriege? Und Niederlande sehr nah am Vereinigten Königreich. Die könnten London hier gleich holen. Die Niederlande hat ja, glaube ich, schon mal die Kontrolle über das Vereinigte Königreich und Schottland und Wales unter die Kontrolle von Irland fast schon. Die haben Gewinn hier gerade. Niederlande greift, das ist sehr spannend, die könnten London holen. Die könnten gerade London holen. Und holen die sich London? Das Vereinigte Königreich ist raus. Und damit auch der Teil hier unten. Und der Irak und Saudi-Arabien holen sich viel mehr. Die sind in einem eigenen Team. Ich denke nicht, dass sie überleben können gegen die Türkei, die auch noch weiterhin gegen Island kämpft. Island und Finnland auch immer noch im gleichen Team. Island ist natürlich auch wieder frei dadurch und immer noch spannend, das Duell zwischen Italien und Portugal, aber noch gar nicht mal so viel bisher. Haben wir noch irgendwen verloren? Ich glaube noch nicht. Wir müssen vielleicht ein wenig länger warten, aber die Türkei will sich den Teil holen oder auch nicht. Wir gehen einfach mal auf die höchste Schnelligkeit dadurch. Was ist hier gerade? Wurden die gerade annektiert von Finnland? Das habe ich gerade komplett nicht gesehen. Irland einfach raus an Finnland. Die haben tatsächlich auch alle drei Kronen, glaube ich, unter ihrer Kontrolle. Lettland hat auch die Kronen von der Sowjetunion und Litauen. Oder nee, das ist ja Island natürlich. Und Finnland hier von Schweden und Norwegen, ja so rum. Dann natürlich Dänemark die Krone von Deutschland. Polen gar keine. Und auch viele andere nicht. Österreich hat aber die Krone der Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien. Kann ich die eigentlich umbenennen? Ich glaube, ich kann die nicht umbenennen, oder? Wartet mal, der Name muss ja umbenannt werden. Damit haben wir Österreich-Ungarn endlich wieder hier. Könnten wir noch wen umbenennen? Ich würde sagen, Finnland ist das Nordische Reich. Dann natürlich das Römische Reich aus Italien. Und nochmal das Griechische Reich. Und wenig kreativ, die Osmanen auch noch hier mit rein. Wenn ich die richtige englische Schreibweise schreiben würde und nicht die deutsche. Dadurch haben wir aber viele neue Länder gerade. Gerade führt Island vom Nordischen Reich und dem Osmanischen Reich. Das Römische Reich hat gar nicht mal so viel. Wir haben das Griechische Reich gegen einige Nachbarn auch. Und das Römische Reich holt sich gerade einiges zurück hier. Und auf einmal, die Niederlande gehen gerade ein wenig weiter, aber fallen doch wieder zurück, glaube ich. Ich weiß echt nicht, wer hier gerade irgendwie gewinnen wird. Kann die Türkei endlich mal wen holen? Alle halten gefühlt gerade. Oder Österreich-Ungarn ist ein wenig geschwächelt. Werden die angegriffen? Die werden von einigen Seiten... Oh, das Römische Reich ist raus. Die Griechen holen sich einiges gerade. Sehr viel, auch Portugal viel in Nordafrika eigentlich komplett gefühlt. Und die Griechen damit, denke ich, deutlich stärker. Lettland und das Nordische Reich immer noch im gleichen Team, wichtig für die. Wenn das Team auseinanderfällt, dann wird es, denke ich, wild. Niederlande gegen Portugal kurz. Aber ich denke mal, Saudi-Arabien hat den Irak geholt. Oder die verraten, oder vielleicht einfach die Osmanen. Die Osmanen und die Griechen, ich dachte gerade schon, aber die Römer waren ja schon raus. Polen könnte ja fallen, genauso wie Dänemark, fällt immer kurz vor deren Hauptstadt. Die wollen uns hier echt noch ein wenig länger halten, nach gefühlt fast schon 1000 Jahren. Okay, die ganzen Länder sind gerade ins Nordische Reich gegangen und dann das Nordische Reich in Estland. Das heißt, Estland hat all das hier auf einmal und deren Liste, na gut, die haben halt nur das Nordische Reich und die haben Untereinheiten dann nochmal. Ich wollte sagen, ich habe einen Tipp, wer hier gewinnen könnte. Ich denke, Island wird doch hier jetzt über alles drüber wälzen. Polen ist raus. Ich hätte nicht gedacht, dass die hier auf einmal gewinnen. Die Osmanen gegen Saudi-Arabien gewinnen noch nicht. Kann Island hier noch irgendwie gestürzt werden? Ich denke mal nicht. Außer alle Länder greifen die an, was gefühlt passiert. Auch Österreich-Ungarn.
Wir sind nicht mit ihnen im Team. Ordnung von Österreich-Ungarn. Haben wir bei den Teams noch irgendwas anderes? Da haben wir die Ordnung von Österreich-Ungarn. Der hat sogar mehr als das Nordische Reich oder Island natürlich. Ich muss mich an die neuen Namen gerade noch gewöhnen. Wir haben mittlerweile auch nur noch 8 Länder insgesamt. Eins davon natürlich Island, die sehr weit weg sind von allen anderen. Das Nordische Reich hat gar nicht mal so viel Gold. Die kämpfen gegen die Griechen und gegen die Osmanen. Und Portugal könnte gerade viel von den Niederlanden holen. Machen sie, glaube ich, auch schon. Und die haben richtig viel Gold. Ich weiß nicht, was das bringt. Vielleicht mehr Truppen, vielleicht mehr Stabilität. Dagegen hat Island relativ wenig Gold. Könnte die das irgendwie zerstören am Ende? Weil ich glaube, die verlieren ein bisschen was. Die brauchen definitiv mehr Gold, auch gegen die Osmanen. Die Osmanen haben auch nicht so viel wie die im Westen. Haben wir nochmal ein Land verloren? Ich glaube noch nicht. Ihr seht ja auch, wie immer weiter Gold abgegeben wird. Gerade müssen wir aber, denke ich, ein wenig länger noch warten auf die Ergebnisse. Portugal hatte ein wenig was gerade im Süden geholt, aber wir haben die Niederländer einfach in komplett Frankreich mittlerweile. Die sind aber alle im Team von Island. Oh nein. Ich habe ein Gefühl, was hier passieren wird. Die Griechen und die Osmanen sind das ganze Spiel über in einem Team geblieben. Wie krass ist das einfach? Vor allem die beiden Länder. Desperate Times Need Desperate Measures und die gewinnen vielleicht doch hier. Wenn Island die anderen beiden annektiert, sind die, denke ich mal, durch. Aber die, okay, darauf waren die gerade wenig vorbereitet. Österreich-Ungarn greift mit an und Island nochmal gerettet. Das sah gerade spannend aus. Aber irgendwie haben wir hier keine weitreichenden Veränderungen. Ein Angriff auf die Niederländer. Die Niederländer werden, denke ich, als nächstes fallen, wegen deren Hauptstadt hier natürlich. Die ist nämlich nah an der Frontlinie, vielleicht auch die Türkei. Saudi-Arabien steht einfach immer noch in einem Video über ein Battle Royale von Europa. Und die Griechen fallen gerade doch deutlich stärker zurück, auch im Norden von Italien. Und Portugal und die Niederländer machen sich eigentlich nur immer gegenseitig schwächer. Was war hier gerade passiert? Ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen. Haben die Esten schon wieder wen annektiert? Ich glaube nicht. Hier nochmal die ganzen Teams in Europa. Ich denke mal, das Team wird auf jeden Fall gewinnen. Das ist das Team von Österreich-Ungarn immer noch. Kann Österreich-Ungarn hierdurch die alle einnehmen? Das wäre irgendwie lustig. Aber ich finde, Estland hat, wenn, hier den Sieg verdient eigentlich. Aber wir haben echt seit irgendwie 500 Jahren kein Land mehr verloren. Vor allem, weil Saudi-Arabien auch ziemlich stark ist gerade. Die Griechen verlieren eher, aber die Frage ist, ob das auch länger halten kann. Portugal hat ein bisschen verloren, aber die haben halt auch noch so viel und deren Hauptstadt ist gut platziert. Wir haben halt die beiden Teams, Saudi-Arabien könnte fallen. Ah, die sind im Team von Island auf einmal. Das ist ziemlich hilfreich, würde ich sagen, und erwarten. Griechenland, das griechische Reich, hat auch wieder mehr geholt. Und haben wir hier irgendwie... Die Niederländer haben hier irgendwie, glaube ich, gerade geholt, halb. Bin ich gerade dumm oder haben wir noch ein Land verloren? Ich glaube nicht. Wann wird sich Estland andere Länder holen? Österreich-Ungarn hilft ihnen aber auch gar nicht mal so stark. Und die Esten, die fallen manchmal ein bisschen zurück, aber holen sich dann die Sachen wieder. Habe ich fast schon ein wenig befürchtet. Ich hoffe, wir haben heute noch irgendwie einen richtigen Gewinner. Weil gerade, was habe ich gerade gesagt? Hier ist so viel passiert gerade. Die Niederländer wurden nämlich einfach annektiert, glaube ich. Ja, die sind hier in der Liste mit drin. Wurde noch wer annektiert? Ich glaube noch nicht. War hier noch ein anderes Land? Die Dänen vielleicht. Die Dänen vielleicht schon vor einiger Zeit? Nee, die sind hier nicht in der Liste mit drin. Ah nee, die wurden vom Nordischen Reich irgendwie annektiert, oder? Ja. Das ist schon ein bisschen länger her dann. Und wir haben einen leichten Vorsprung für Island, wie ihr sehen könnt. Können die Esten das hier durchholen? Und Island greift an. Der Plot-Twist nochmal, ich glaube nicht. Portugal könnte als nächstes fallen, aber auch Griechenland, wenn die das Team wechseln würden. Oder Saudi-Arabien hier unten. Und Griechenland wird auf einmal angegriffen von allen Seiten. Und die kommen zurück. Okay, Griechenland. Beide mit jeweils im Angriff, aber jetzt haben wir keine größeren Veränderungen. Portugal holt sich viel. Portugal holt sich sehr viel und sieht sehr gut aus. Niemals halten die das. Die halten das. Island verliert hier. Nein, niemals. Niemals verliert Island noch. Nein. Die Esten verlieren hier, glaube ich. Okay, das war eine große Veränderung. Die Osmanen und die Griechen haben fast so viel wie gefühlt Island alleine. Sind die alle in einem Team mittlerweile? Nein, noch nicht. Portugal ist alleine, glaube ich, in ihrem, nur noch mit Island drin. Die Isländer greifen auf einmal Schottland an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist auf einmal deutlich spannender geworden. Und Island hat noch mehr verloren. Die führen immer noch in der Rangliste, aber die haben so viel verloren. Die Spannung steigt mit, ich glaube, 6 Ländern mittlerweile nur noch. Saudi-Arabien ist nämlich gefallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Länder, glaube ich, nur noch. Habe ich richtig gezählt? Ja, habe ich. Könnte Island hier doch noch fallen oder... Oh nein, Griechenland könnte fallen. Wir sind immer noch im Team mit Österreich-Ungarn und Portugal verliert wieder.
Island scheint sich die Sachen zurückzuholen, außer Österreich-Ungarn. Wir haben halt nur noch leichte Veränderungen. Aber die Welt ist wieder deutlich spannender geworden. Im Norden hat Island und dann im Süden viele andere Länder. Portugal alleine mit Island, die halten sich noch. Aber wir verlieren niemanden. Vielleicht Österreich-Ungarn hier mittlerweile. Österreich, die haben noch eine neue Hauptstadt, aber die sind raus. Die Griechen haben auf einmal richtig viel. Island muss jetzt kämpfen alleine gegen die. Und die gewinnen, aber die könnten wieder zurückgedrängt werden einfach. Oder auch nicht. Island komplett alleine, denke ich mal. Die sind mit Portugal im Team und mit Island. Okay, das Team wird, denke ich mal, gewinnen. Könnte Portugal hier überleben? Ich glaube, Portugal war auch im anderen Spiel, was ich gemacht hatte, ziemlich gut. In meinem anderen Test. Ich denke mal, deren Lager auf der Karte ist sehr hilfreich natürlich. Aber die Griechen fallen wieder zurück. Die hatten gerade sehr viel. Und die fallen sehr weit. Fallen auch noch weiter. Die Osmanen, deren Grenzen haben sich gar nicht mal so weit verändert. Alles ist ruhig auf der Karte und die greifen wieder an. Ich denke mal, das Team von Island wird gewinnen. Aber wir haben schon krassere Sachen gesehen. Die Osmanen immer noch im Team mit Griechenland. Wir haben noch kein... Okay, die Griechen haben wieder was gewonnen. Und Island wurde annektiert von irgendwem. Ich glaube von Island, denke ich mal. Vielleicht auch eine Union, vielleicht auch nicht. 4 Länder auf der gesamten Karte nach fast 3000 Jahren. Damit bald im Jahr 4000, denke ich mal. Eigentlich war das ja der Zweite Weltkrieg, aber keine Länder davon haben wir überhaupt noch. Echt, keine der Länder waren am Anfang richtige Großmächte in Europa. Wurde noch wer annektiert? Ich glaube nicht. Griechenland aber ziemlich schwach. Aber die wollen noch kämpfen, glaube ich. Deren Hauptstadt? Ich weiß nicht. Die Osmanen sind nicht mehr mit denen im Team. Ich denke mal, die Osmanen werden die angreifen. Oh nein. Backstabbing at its finest, denke ich mal. Ich denke mal, die Osmanen werden... Nee, die Osmanen greifen die noch nicht an. Aber Griechenland fällt, denke ich. Griechenland, halt die noch ein wenig. Wir sind wieder im Team mit den Osmanen. Und die Griechen sind gefallen. Okay, 3 Länder nur noch. Gleich haben wir das Jahr 3000, das Finale. Wer kann hier überleben? Ich glaube, wir haben langsam auch ein wenig Lecks vielleicht. Die Osmanen, ich denke mal, deren Hauptstadt ist nicht ganz so sicher. Solange das Team hier stabil ist, denke ich, haben die keine Chance. Aber wir haben schon stärkere Sachen gesehen. Die drängen auch ein bisschen nach vorne, wollte ich sagen. Und die fallen, glaube ich. Oder fallen die? Fallen die Osmanen mit nur einer Stadt? Und die haben noch eine neue Stadt irgendwo. Die haben gar kein Geld mehr, glaube ich. Geld hat hier für die deren Truppen... auf jeden Fall gefehlt. Okay, wir... Portugal greift an. Portugal greift auf einmal Island an und gewinnt einiges. Okay. Island hilft den Osmanen auf einmal wieder. Ja, haben wir überhaupt noch Teams mit drin? Ja, wir haben noch die Osmanen und die Griechen. Gegen beide gegen Portugal. Okay, ich denke mal, die Osmanen müssen noch irgendwie fallen. Fallen die Osmanen. Die Osmanen wurden annektiert einfach von Island durch eine Union, denke ich mal. Damit haben wir das Finale. Portugal gegen Island. Hättet ihr das irgendwie erwartet? Ich auf jeden Fall definitiv niemals. Und Portugiesen fallen. Fehlt denen, ich denke mal, denen fehlt das Geld auf die lange Zeit. Und wieder fehlt denen Geld. Die haben echt gar keine Truppen. Die fallen hier gerade alles auch. Damit fällt das portugiesische Reich an die Esten. Die Esten werden gleich über Europa herrschen, denke ich mal. Weil die haben Geld, haben die noch 7000, gar nicht mal so viel für deren Größe. Und die greifen weiterhin an. Wieder Friedensschluss. Die warten noch ein wenig. Die haben auch noch hier ein bisschen was. Wir sind bei 3300 Jahren bald. Also 5000 Jahren insgesamt in der Zeitrechnung. Portugal hat noch mal ein bisschen gewonnen in dem Teil. Lange dürften die aber, denke ich, nicht mehr halten. Oder doch noch irgendwie. Denen geht halt immer wieder das Geld aus, denke ich mal. Aber streckt die Sache doch jetzt nicht noch unnötig. Oder kommen die noch mal? Island hat, haben die noch Geld? Die haben noch genügend Geld. Aber gerade, die halten auch noch Süditalien. Hier bricht gerade Griechenland, aber... Ich sage immer Griechenland, Island durch. Griechenland ist ja leider gefallen und ich denke mal, vielleicht in der Liste mit drin. Die gehören hierzu und nicht zu Portugal. Die Osmanen und die Griechen gemeinsam bei Island, irgendwie ein schönes Ende. Nachdem die gemeinsam lange gekämpft haben und überlebt haben, Portugal, gebt doch einfach hier auf, ihr habt doch keine Chance. Sizilien hält noch irgendwie und die brechen doch nochmal durch. Sagt nicht, Island verliert hier noch irgendwie. Die haben doch so viel Geld, die haben über 10.000. Okay, wir stellen mal das hier ein und jetzt sollten die eigentlich den Krieg nicht mehr beenden dürfen. Und das Finale sollte jetzt vorbei sein, denn Portugal... Hä, ich habe doch eingestellt, dass die nicht mehr aufhören können. Verstehe ich nicht. Kämpfen jetzt ewig hier? Hä? Wartet mal. Ich denke mal, ich muss den Krieg neu einstellen, oder? Und auf das hier nochmal. Kann ich ausstellen, dass ihr irgendwie einen Krieg führen könnt? Kann ich die Friedensschlüsse hier gerade irgendwie ausstellen? Ich glaube nicht. Nehmt doch einfach Portugal ein. Da helfe ich denen selber. Kommt schon, Leute. Holt auch einfach Portugal. Kann doch nicht so schwer sein. Die holen noch mal mehr. Ich denke mal, die werden wieder irgendwie... Ja, Frieden schließen. Warum? Ihr gewinnt doch hier gerade schon.
Bitte holt die euch einfach. Und damit hat Estland hier gewonnen und herrscht gleich, denke ich, über die gesamte Karte von Europa. Ich finde es sogar irgendwie ein bisschen zentraler, halt zumindest auf der Projektion hier, natürlich eher am Norden. Ich hätte eher gedacht, dass wer im ganzen Westen gewinnen könnte. Aber das Mini-Estland hat einfach über 60.000 Provinzen. Ich hoffe, euch hat das hier so viel Spaß gemacht, wie es mir gemacht hat. Die Sowjetunion auch einfach auf dem All-Time-Rang 2 mit drin. Aber keiner kam richtig nah gegen Estland. Dachte man aber auch schon bei der Sowjetunion. Das Neue Reich war dann früh raus und auch Frankreich und die spanischen Nationalisten, die viel hatten. Auf dem letzten Rang hatten wir Lettland und Litauen, irgendwie ironisch, weil Estland ja gewonnen hat. Und ich kann nur nochmal sagen, danke fürs Zuschauen. Liken und abonnieren auf jeden Fall, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos wie die hier. Wehe, ihr macht das hier nicht. Dann wäre ich nämlich sehr enttäuscht. Hier habt ihr nochmal ein anderes Video. Da hatten wir nämlich einfach mal Brasilien im Zweiten Weltkrieg. Genauso seltsam, wie es sich anhört, und wir waren einfach in China auch irgendwann. Da auf jeden Fall vorbeischauen, wenn euch das hier gefällt. Auch vorbeischauen könnt ihr auf meinen Discord-Server, der ist nämlich wie immer in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne mal drauf joinen, und das war's ziemlich für heute. Da ich nichts mehr anderes sagen kann, kann ich auch nur einfach Ciao sagen.